Hallo und herzlich willkommen. Heute spreche ich mit der Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Europameisterin im Bahnrad, Verfolgungsmannschaftsrennen. Ich hoffe, das ist korrekt, aber wir sprechen noch gleich drüber. Franziska Brause, und wir sprechen über so viel. Wir sprechen über Motivation, über Team, über Logistik vielleicht auch ein bisschen, über Reisen, über Mut und über alle diese ganzen Fragen. Und dann gibt es auch noch die Medaille von Franziska Brause. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsstudium. Mein Name ist Annette Großmann und ich bin Professorin an der Hochschule Heilbronn. Und jetzt hallo zu Franziska Brause. Hi, herzlich willkommen. Hi. So, wir haben vorhin in der Vorbereitung, ich habe alle diese Fragen schon total durcheinander gefragt und jetzt muss ich da noch eine Ordnung reinbringen. Aber als erstes möchte ich bitte, bitte diese Medaille nochmal sehen, die sehr cool in so einer Box kommt. Ah, in der Box. Die Medaille, die Olympiamedaille, das ist, glaube ich, jetzt hinten, oder? War das hinten? Oder ist genau, das? Ja, das ist die Rückseite. Wir fangen mit hinten an, okay. Sie ist Gold und wir haben auch vorher gecheckt, es ist nichts abgeplatzt. Soll da welche gegeben haben, die abgeplatzt. Da ist noch so ein Band dran, Tokio 2020. Wie aufregend waren das in Tokio? Sehr aufregend. Also gerade vor der Qualifikation waren wir alle super aufgeregt. Das hat sich dann so im Laufe der Wettkämpfe tatsächlich gelegt. Aber vor der Qualifikation war ich sehr aufgeregt, wobei ich das auch fast bei jedem Wettkampf noch bin. Okay, das heißt, da kommt jetzt noch keine Souveränität? Also wahrscheinlich nicht, das muss man ja wahrscheinlich ganz oft machen. Wie oft waren Sie schon bei Olympia? Noch nie. Nee, genau, es waren meine ersten Spiele. Also ich hatte schon ein paar wichtige Wettkämpfe, aber irgendwie vor dem ersten Rennen beim Wettkampf bin ich immer noch total aufgeregt. Ich glaube, ich lasse es mir nicht anmerken, aber innerlich auf jeden Fall sehr nervös. Okay, dann haben Sie ja, Sie haben diese vielen Erfolge. Ich habe ein bisschen gegoogelt und da kommt raus, seit 2012, da waren Sie als erstes deutsche Meisterin der Schüler im Straßenrennen. Wie fing das an bei Ihnen da so mit dem Radsport? Ja, also zuerst habe ich Ballett gemacht, 6 Jahre. Also ich habe mit 6 Jahren angefangen mit Ballett und dann bis ich 12 war Ballett gemacht. Und dann bin ich in den Radsport gekommen. Also mein Papa fährt schon ewig Rad. Dann hat mein großer Bruder angefangen und dann hatte ich es natürlich irgendwie so mitgezogen. Und dann habe ich eben auch angefangen mit Radsport und war dann relativ schnell erfolgreich und bin dann irgendwie dabei geblieben. Das heißt ja, dadurch, dass Sie ja, also Sie haben schon 6 Jahre Ballett, das heißt, Sie hatten ja schon da so ein bisschen Durchhaltevermögen aufgebaut. Hat Ihnen das irgendwas genützt? Nein, also im Ballett habe ich das nicht ganz so leistungsbezogen gemacht, wie ich jetzt den Radsport betreibe. Ich glaube, wir hatten 2-mal die Woche Training und das auch nur 1 Stunde, also es war relativ überschaubar, was wir da trainiert haben und eigentlich alles auf Spaßbasis. Also wir hatten dann immer so einen Auftritt im Jahr, wo wir den Eltern was vorgeführt haben, aber ja, ganz so viel Druck und Leistung stand da nicht dahinter, wie jetzt im Radsport. So, und wie sind Sie dazu gekommen überhaupt? Also wie ist der Weg von so einer Straßenmeisterin im Schülerrennen oder Schülermeisterin im Straßenrennen zu einer Olympiamedaille? Wie geht sowas? Ja, also da gab es natürlich immer ein paar Saisons oder ein paar Rennen, wo es nicht so gut lief. Ich lag auch ziemlich oft auf der Straße in meinen Nachwuchsjahren, weil mir dann noch so die Erfahrung gefehlt hat, wie man jetzt Kurven fährt oder wie man sich im Feld bewegt. Ja, aber an sich ging es halt stetig bergauf. Also ich hatte immer mal wieder eine Saison, wo dann sehr gut war und das hat dann auch immer motiviert, dann dabei zu bleiben. Und ja, irgendwann bin ich dann in die Nationalmannschaft gekommen, was dann auch so ein großer Schritt war irgendwie für mich, was dann auch nochmal neu motiviert hat. Und dann mit der Mannschaft, jetzt in der Mannschaftsverfolgung, sind wir auch von Jahr zu Jahr besser geworden, bis wir jetzt dann quasi das Ganze mit dem Olympiasieg krönen konnten. Sie sind in die Nationalmannschaft gekommen. Wie alt waren Sie da? Um 16, glaube ich. Ist das jetzt, das ist früh oder ist das üblich? Ja, das oder? Ist dann noch die Nachwuchsmannschaft. Ja, trotzdem. Also. Okay, gut, okay, ja, okay. Nachwuchsnationalmannschaft, das heißt, da fängt man wahrscheinlich an, die talentierten Fahrerinnen zu binden, vermute ich mal. Genau, ja, also da hat man auch, keine Ahnung, ich glaube, es waren dann 3 Wettkämpfe oder so im Jahr, die wir dann mit der Nationalmannschaft hatten. Also es hat sich noch sehr an Grenzen gehalten, wenn ich da überlege, wie oft ich jetzt
mit der Nationalmannschaft unterwegs bin, dann ist das schon eine ganz andere Zahl. Aber da schauen die schon mal so, wen man vielleicht später gebrauchen könnte im Elitebereich dann. Wie viele Menschen sind da? Also ich meine, von wie vielen jetzt sind Sie die Beste im Also Team? im, boah, ich habe keine Ahnung, wie viele Frauen Okay. aktuell Radsport machen, aber es sind auf jeden Fall deutlich weniger als bei den Männern. Ich glaube, im Nachwuchsbereich waren wir 40 oder so und davon sind 10 in die Nationalmannschaft gekommen. Okay. Ja. Aber das heißt ja trotzdem, dass es, also was haben Sie, was die anderen nicht haben, um weiterzumachen? Also immer wieder die nächste Stufe zu erreichen. Sie sind jetzt Olympiasiegerin, ja? Olympiasiegerin, yeah. Die ist so verrückt, eine Olympiasiegerin. Was glauben Sie, was haben Sie anders gemacht als die anderen, die es nicht geschafft haben? Wo ist der Erfolg? Wo kommt der Erfolg her? Ich glaube, mein Geheimnis vielleicht so ein bisschen ist, dass ich immer relativ gelassen in Rennen reingehe. Also ich weiß, was ich kann, aber ich mache mir jetzt da eigentlich nie so Stress. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich noch relativ jung bin und ich dann immer gesagt habe, naja, okay, wenn nicht jetzt, dann halt in 2 Jahren oder in 3 Jahren, wenn ich dann halt so weit bin. Und ich glaube, die Gelassenheit gibt mir so ein bisschen Sicherheit einfach, dass es egal ist, ob ich jetzt gut bin oder halt noch nicht. Trotzdem sind sie natürlich immer gut, ne? Also sie sind ja nicht, da ist ja nicht oder nicht. Ja, also so ist es auch nicht. Ich meine, es haben nicht so viele mitbekommen, aber ich hatte noch einen zweiten Start in Tokio bei den Olympischen Spielen. Da sind wir, glaube ich, Drittletzter geworden. Also ja, es haben nur nicht so viele mitbekommen, weil die Goldmedaille so hell scheint. Das ist aber oft so. Also man sieht ja immer nur den hellen Schein und was sich dahinter verbirgt im Schatten, das sieht man ja sowieso nie. Also niemand ist immer erfolgreich. Die Frage ist einfach nur, warum steht man wieder auf, nachdem man hingefallen ist, ne? Ja, man muss sich halt seiner Ziele bewusst sein, glaube ich. Einfach wissen, auf was arbeite ich hin. Ich hatte auch viele Straßenrennen, gerade in diesem Jahr, bei denen ich einfach nur mitgefahren bin, bei denen ich abgehangen wurde, bei denen ich aus dem Rennen genommen wurde. Einfach nur, weil ich wusste, okay, eigentlich trainiere ich für die Olympischen Spiele und das ist alles nur der Weg dorthin. Also das mit den Zielen ist natürlich ganz, das ist ja so wichtig, dass man weiß, warum man irgendwas tut. Damit man auch das nicht vergisst, ne? Also so, für sie war klar, Olympia ist mein Ziel. Ja. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, also wie schon gesagt, wir sind mit der Mannschaft eigentlich immer besser geworden und haben dann auch bei den Weltmeisterschaften 2020 in Berlin die Bronzemedaille geholt und hatten dann schon im Hinterkopf, okay, wir wollen in Tokio bei den Spielen auch mit einer Medaille nach Hause fahren. Und das hatte man natürlich immer im Hinterkopf, egal wie das Wetter draußen war. Man hat sich aufs Rad gesetzt und man wusste, okay, wir wollen mit einer Medaille von den Spielen nach Hause fliegen. Und das hat er enorm motiviert. Wie viel fahren Sie denn da so Rad pro Woche? Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Jahreskilometern. Also ich habe im Jahr so 15.000 Kilometer auf dem Rad, plus dann noch Mobilisationstraining und Krafttraining. Weil man weiß ja manchmal, wie viele Kilometer man selber so mit dem Auto fährt im Jahr. Und dann Stimmt, ja, ich fahre kann man das nicht ganz gut 15. vergleichen. Nein, 15 fahre ich nicht mit dem Auto. Das scheint mir viel, das stimmt. Und wenn, ja, wie viel fahre ich mit dem Rad? Das kann man ja gar nicht in Kilometern messen, so wenig ist das. Wie wichtig ist dieses Team da um Sie rum? Enorm wichtig. Also gerade kopfmäßig ist es schon immer wichtig zu wissen, dass man Leute hinter sich stehen hat, die auch für einen da sind, wenn es jetzt vielleicht nicht so gut läuft. Gerade bei uns in der Mannschaft, mit meinen 3 anderen Mädels oder 4 anderen Mädels, das ist so, dass wir uns da super gut aufbauen gegenseitig und auch wenn es noch nicht so gut läuft, sind wir füreinander da und helfen uns da irgendwie gegenseitig wieder rauszukommen aus dem Loch, wenn wir mal in einem drinne sind. Aber auch, also auch die Leute drumherum, klar, Familie, Freunde, unser Trainer, also da weiß man auch, dass die hinter einem stehen, einfach auch wenn man nicht mit einer Goldmedaille nach Hause kommt. Das ist also, das heißt, keiner schafft es alleine. Nee, also auf keinen Fall würde ich sagen. Das Team ist entscheidend. Jetzt habe ich mir diesen Olympialauf angeschaut und habe so gedacht,
Boah, wenn da eine von den Mädels patzt, ja, dann sind doch alle, dann ist die ganze Nation stinkesauer. Das kann man doch, wie kann man denn, wie können sie denn mit dieser Verantwortung da überhaupt sich da das trauen? Ja, auch da ist es so, dass wir einfach als Mannschaft hinter der anderen stehen. Und ich habe es selber ausprobiert und habe gepatzt bei der Heim-WM in Berlin und war da, glaube ich, diejenige, die am meisten selbst von mir enttäuscht war. Also die anderen haben da versucht, mich aufzubauen und ich war aber irgendwie ja so enttäuscht von mir selber, dass ich, ja, wie gesagt, glaube ich, am meisten selbst von mir enttäuscht war. Und da auch, da haben mich die anderen Mädels wieder aufgebaut und gesagt, hey, der nächste Wettkampf kommt. Das nächste Rennen kommt, da kannst du es besser machen. Und ja, es ist jetzt nie so, dass wir irgendwie sauer auf jemand sind, nur weil jemand gepatzt hat. Okay, da haben wir eine Katze zu Besuch, okay. Ja, mein Freund hat versucht, sie abzulenken, aber sie wollte Nein, das ist nicht. alles gut. Also das ist, finde ich super. Die kann auch vielleicht mal in die Kamera gucken. Die kann, ja. Hallo. Oh ja, das Müde. ist toll. Ja, das ist in Ordnung. Katzen sind, glaube ich, immer müde. Das finde ich jetzt, finde ich echt süß. Die kann da ruhig bleiben. Vielleicht, die guckt jetzt natürlich nicht, aber Katzen sind so, die gucken natürlich nicht Die dahin, machen wo nie man das. das, Nein, ne? das ist in Ordnung. Katze ist super. Also, wie weit, noch so eine Frage, wie weit, wenn Sie da auf diesem Fahrrad sitzen, ja, inwieweit wissen Sie über diese theoretischen Grundlagen von Physik Bescheid? Ich frage für einen Kollegen. Grüße gehen raus an Herrn Wartlik. Ein großer Fan übrigens. Diese Physik von diesem Radfahren, probieren Sie das aus oder rechnen Sie da irgendwas oder gibt es da im Team irgendwen, der sagt, so hier muss man das und das machen oder? Ja, also wir haben natürlich einen Diagnosetrainer, die sich nicht nur mit unseren Leistungsdaten, sondern auch mit der Physik von der Bahn und der Aerodynamik unserer Räder und etlichem beschäftigt. So ein bisschen sind wir natürlich auch immer mit eingebunden. Also wir haben Positionsoptimierungen, wo wir versuchen, noch aerodynamischer auf dem Rad zu sitzen, noch windschnittiger zu sein. Ja, aber letztendlich ja, funktioniert da ziemlich viel ohne unser Wissen tatsächlich. Wir merken dann halt den Kurvendruck, wenn wir in der Steilkurve mit unseren 60 km/h da um die Kurve brettern, aber irgendwie ausgerechnet, welche Kräfte da auf uns wirken oder so, haben wir noch nicht. Könnte man vielleicht mal machen. Ja gut, mit welchem Ergebnis, ne? Also was dann, was tun mit der Erkenntnis? So, wow. Das ist aber jetzt viel. Aber das merken Sie ja dann, wenn Sie einen Fehler machen und hinfallen, nehme ich an. Also es passieren ja auch Unfälle. Dann weiß man, dass da die Kraft groß war. Ja, das stimmt, ja. Die Schmerzen spürt man dann von ganz alleine. Also besser ist, wenn man nicht so drüber nachdenkt, oder? Wahrscheinlich, ja, wobei im Rennen selber natürlich sowieso wenig Zeit ist, um über irgendwas nachzudenken. Also da wird eigentlich nur aufs Hinterrad von der Vorderfrau geschaut. Okay, im Rennen selber, genau, das ist ja auch noch ein spannender Punkt. Sie fahren da irgendwie los und um sie rum ist da irgendwie diese Halle und es tobt und so und dann denken Sie da irgendwas? Also in Tokio selber hatten wir recht wenig Zuschauer. Wir hatten das Glück, dass wir überhaupt Zuschauer hatten, dadurch, dass wir außerhalb von Tokio waren. Aber gerade bei der Heim-WM in Berlin war so viel los. Ich hatte ziemlich viele Freunde und Familie dort. Und ich höre witzigerweise immer meinen Papa. Der schreit immer besonders laut. Und man bekommt mit, was der Bundestrainer einem reinruft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich im Lauf besonders viel nachdenk. Also da tun die Beine meistens so arg weh, dass man nicht die Möglichkeit hat, noch über irgendwas nachzudenken. Das sind schon also Schmerzen, ja. Also wenn man da so Rad fährt, ja, das ist schmerzhaft. Ja, hauptsächlich dann nach dem Rennen, vor allem wenn es nicht gut gelaufen ist. Also jetzt so nach dem Olympiasieg, ich glaube, da haben niemandem von uns die Beine wehgetan, weil wir uns einfach so arg gefreut haben, dass Okay. wir gewonnen haben. Aber sonst tun die Beine schon ordentlich weh nach dem Rennen. Also Radfahren ist ein Sport, wo es immer wehtut, immer mal wehtut. Also da tut es oft weh. Ja, immer mal wieder, würde ich sagen. Also im Training ist es schon auch oft so, dass wir eher lange Einheiten fahren und dafür relativ entspannt, also ohne dass es weh tut. Wobei man sich auch im Training natürlich ab und zu mal quälen muss und da an die Grenzen gehen muss und dann tut es natürlich auch in den Beinen, ja. Das heißt, das gehört zum Erfolg gehört das Quälen und
und der Misserfolg und die Niederlage und das Hinfallen dazu. Was, fasse ich jetzt mal so zusammen, was sagen Sie sich eigentlich immer jetzt mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass sie doch wieder aufstehen? Wie machen Sie das? Ja, man hat natürlich Erfolge, auf die man hinarbeitet, und ich glaube, das motiviert mich einfach immer wieder zu sagen, okay, das und das habe ich noch nicht erreicht, da möchte ich noch hin. Und dann steht man auch wieder auf und kämpft weiter für seine Ziele. Also ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so, dass ich das so hinbekomme, weil ich denke, wenn dieser Wille irgendwann weg ist, weiter zu kämpfen, dann ist man wahrscheinlich auch nicht mehr erfolgreich. Was kommt denn nach so einem Olympiasieg? Kann doch gar nichts weiter kommen, oder? Also wie geht's weiter? Ja, wir haben uns dann ja noch mit einem Europameistertitel und einem Weltmeistertitel gekrönt danach. Eben. Aber ja, also ich glaube, dass wir die zwei Erfolge danach hauptsächlich hatten, weil wir den Olympiasieg schon in der Tasche hatten. Weil wir konnten relativ entspannt in die Wettkämpfe reingehen und sagen, okay, die wichtigste Medaille liegt zu Hause. Was jetzt noch passiert, ist Bonus so ein bisschen. Dann, jetzt war es dann auch erstmal wieder ein bisschen entspannter. Also jetzt stehen auch erstmal keine Wettkämpfe an, aber dann konzentriert man sich neu und fokussiert sich neu und findet dann schon neue Ziele, auf die man hinarbeiten kann und hinarbeiten will. Das heißt, so ein Olympiasieg ist so eine Wolke, wo man dann einfach irgendwie auf dieser Wolke getragen wird und sagt so, hey, komm, wir haben das jetzt, das machen wir jetzt, das bisschen machen wir jetzt auch noch. Ja, ja, genau. Meine eine Teamkollegin hat es tatsächlich genauso genannt, irgendwie, dass wir gerade auf so einer Wolke schweben mit unserem Olympiasieg und dass der Rest ja so noch dazu kommt eben, aber wir schweben eben auf unserer Wolke da oben. Das ist toll. Aber das muss man, man muss sich immer wieder in dieses Gefühl versetzen, dass man, wie das war auf dieser Wolke. Also wenn man jetzt gerade mal wieder in den Dreck gefallen ist, muss man sagen so, ey, die Wolke. Ja, machen Sie sowas? Machen Sie das? Ja, also gerade gestern, als ich auf der Rolle saß und trainieren musste und ich dann nach 2 Stunden doch nicht mehr so viel Lust hatte, auf der Stelle zu fahren, habe ich mir nochmal den Lauf von Olympia angeschaut, und das motiviert schon sehr. Also ja, mich zumindest. Also das motiviert aber jeden. Ich habe mir nämlich auch den Lauf von Olympia angeschaut und habe gesagt, wow, also das ist dieses, also gerade irgendwie noch, also dieser ganze, also die Spannung, man denkt ja immer, vielleicht geht ja doch noch was schief, ja. Also selbst wenn man weiß, dass es nichts schief geht, aber das ist schon ziemlich abgefahren. Also dieses spürt man direkt. Wie sieht es denn mit weiteren sportlichen Ambitionen aus? Haben Sie noch andere Dinge vor? Also es ist tatsächlich schon länger auf meinem Plan, dass ich mal einen Triathlon mitmache. Ich bin nicht so eine gute Läuferin tatsächlich. Also im Cooperlauf hat es immer ganz gut geklappt früher in der Schule. Wobei ich am nächsten Tag immer schlimm Muskelkater hatte tatsächlich. Es geht die Übung. Ja, genau. Aber das ist also tatsächlich schon länger auf dem Plan, dass ich mal noch einen Triathlon mache. Aber eher so in die Richtung Kurzstrecke, also nichts Langes. Was ist ein kurzer Triathlon? So für Laien? Okay. Gute Frage. Wissen wir jetzt beide nicht. Nee, aber ich glaube, es sind 30 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen oder so. Und nur ganz kurz schwimmen. Ich glaube, 400 Meter oder so. Okay, das könnte man schaffen. Ohne untergehen, ja. Nein, man muss ja auch schnell sein. Also 400 Meter schwimmen kann ich mir gut vorstellen, den ganzen Rest. Also ich weglassen. Ich würde mich nicht festlegen, aber sowas in die Richtung, glaube ich. Das ist ja auch gut, wenn man nicht zu sehr in die Details rein schnuppert und so sagt so, boah, was soll ich da alles, sondern sagen, nee, so ein Triathlon, das klingt super. Es ist ja viel besser für die Zielfindung. Ja, vielleicht melde ich mich einfach mal an und schaue gar nicht, wie lange ich schwimmen muss und laufen muss. Na, ich weiß nicht. Also vielleicht kurz vorher schon, dass Sie zumindest wissen, wo muss ich denn jetzt abbiegen hier, oder es kommt hier noch eine Runde. Also ich glaube, für die Kräfteeinteilung wäre es, glaube ich, schon ganz gut, stimmt, wenn man wüsste jetzt, wie lange es geht, gerade fürs Laufen. Stimmt. Laufen Sie denn auch sonst im Training fürs Radfahren? Braucht man da auch Lauf? Viele machen es im Winter tatsächlich. Ich wünsche mir auch, dass ich laufen könnte. Also ich kann laufen, aber nicht joggen. Und also ich habe da immer Probleme mit meinen Fußgelenken irgendwie und die sind da relativ anfällig. Deswegen lasse ich es meistens. Aber es ist nicht untypisch, dass Radsportler im Winter joggen gehen. Ja, das stelle ich mir auch toll vor. Ne? Also wenn da draußen das Wetter so schlecht ist, hat man bestimmt noch viel mehr Lust zu joggen als Rad zu fahren. Ja, definitiv, ja. Wird denn auch im Süden trainiert oder ist das Wetter nicht so schlecht? Ja, also tatsächlich fliege ich am Donnerstag in die Toskana für 2 Wochen. Sehr gut. Da ist es nicht ganz so warm, aber
wärmer als hier allemal. Und dann sind wir im Januar und Februar auf Mallorca, ganz Radfahrer klassisch. Das finde ich, glaube ich, auch. Also wenn wir alle hier nicht rausgehen wollen im November, weil es da so mies draußen ist und Sie müssen, dann wäre es auch schon schön, wenn Sie da noch schönes Wetter hätten. Also beim Triathlon, vielleicht demnächst. Was haben Sie sich vorgenommen, so fürs Leben? Haben Sie da auch Pläne? Ich mag ganz. Also ich studiere nebenher Fitnessökonomie, aber also tatsächlich nebenher. Genau, also alles online über eine Online-Universität. Versuche da so ein bisschen ein zweites Standbein aufzubauen neben meiner sportlichen Karriere. Mache nebenher noch Trainerlizenzen. Mal schauen, vielleicht findet man mich irgendwann als Trainer von irgendeinem Radsportteam wieder. Nein, das ist doch super. Also gerade irgendwie ist es ja dann auch egal, wie lange jetzt nebenher dauert, solange es mal irgendwann, also Irgendwann fertig ist. ja, also wir haben Studierende, die studieren Vollzeit und es dauert ewig. Also von daher, da können Sie ja mit nebenher, also da werden Sie schon auch irgendwann fertig. Ja, das hoffe ich doch, ja. Also das ist ja das Wichtigste. Das Wichtigste ist das Ziel. Ja, das stimmt. Auch wenn der Weg lang ist. Auch wenn der Weg lang ist, ist das Wichtigste der Ziel. Das Ziel, das haben wir jetzt von Ihnen gelernt und nicht aufzugeben, wenn es mal nicht so läuft. Ja, ich werde es umsetzen, meine eigenen Tipps. Frau Brause, das war super, das war erfrischend. Ich wünsche Ihnen Sehr alles Gute. gerne. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.